Leute, es ist unfassbar warm. Halleluja. Ja, aber vierter Spieltag der IPL. Heute geht's gegen Mo ran. Und erstmal Hi Mo und wahrscheinlich Hi Maxi aus dem Stream. Denn das Ganze wird immer übrigens bei Mo im Stream geguckt. Also die gucken das immer zusammen. Deswegen für die Leute, die hier gerade zugucken, wenn ihr mal sehen wollt, wie ein Teilnehmer hier drauf reagiert oder zwei Teilnehmer, dann geht zum Morven-Kanal, der hat da irgendwo sein Twitch bestimmt verlinkt und dann guckt er das immer abends. Auf jeden Fall, schöne Grüße an Mo. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ich versuche, dass ich jetzt tatsächlich einen Rahmen einblende, damit ihr einen Überblick über die Pokémon habt. Yay. Muss ich auch noch extra Arbeit machen. Halleluja. Aber ich muss sagen, nachdem wir jetzt letzte Woche glücklich gewonnen haben, muss man wirklich sagen, die Paras waren natürlich geforst so ein bisschen, aber es war natürlich im Endeffekt dann trotzdem Glück so ein bisschen, was damit, was heißt ein bisschen, es war Glück, was damit gespielt hat. Wir stehen jetzt 2-1, sind damit gerade Dritter in der Tabelle tatsächlich. Und dementsprechend sieht es eigentlich ganz gut aus. Das Problem ist nur, ich fand das Teambuilding gegen Mo echt kacke. Also ich fand, das Teambuilding war für mich persönlich echt ziemlich, das war Mist. Das war halt wirklich, wirklich Mist. Ich habe absolut keinen Plan, ob das, was ich jetzt mitgenommen habe, funktionieren wird. Ich habe Bizarro-Ram dabei. Und wenn Steffen, das bin ich, den Bizarro-Raum auspackt, dann wisst ihr, es ist ein Fehler in der Matrix, denn ich mache das normalerweise nicht. Ich bin kein Bizarro-Raum-Spieler, aber das Problem ist, egal wie ich es versucht habe, ich habe nicht wirklich speedtechnisch eine Lösung gegen Mo gefunden und dann dachte ich, you know what, wir probieren jetzt was. Ich spiele heute einfach Bauchtrommel Schlaraffel und vielleicht kriegen wir das ja im Bizarro-Raum raus, weil mit deiner Fähigkeit und der Zitrusbeere drücke ich Bauchtrommel, bin halb tot und dann triggern die Fähigkeiten und die Beere und ich bin wieder voll und im richtigen Moment kann das vielleicht tatsächlich ganz gut kommen, weil Schlaraffel doch alles mit zwei Moves quasi schon mal neutral trifft, das halt geil ist und ja, nee, aber ich bin sehr gespannt, ob das alles funktioniert. Ich habe ein paar andere Sachen dabei, die eventuell ein bisschen interessant und überraschend kommen könnten. Es wird ein sehr, sehr schwieriges Match. Ich mache gerade auch die Unmod ein bisschen länger, weil Mo gerade auch die Unmod macht. Dementsprechend, es wird ein sehr, sehr schwieriges Match heute. Ich finde persönlich, ich habe das Matchup eher ein bisschen bei Mo gesehen. Ich weiß nicht, ob das Mo auch tatsächlich sieht. Wir haben beide zum Beispiel einen Mon mit 123 Speed, was halt Urhafnir oder Masquerader, Meowscarada ist. Guck mal, Max, ich habe gelernt, es auszusprechen. Ich sage trotzdem Meowscara, einfach nur, um zu triggern. Aber deswegen ist es ist schwierig. Es ist schwierig. Wahrscheinlich habt ihr den Party jetzt eh bis hierhin geskippt. Deswegen schreibe ich dem Mo mal, wäre ready zu suchen. So. Boah, und es ist so fucking warm, ne? Es ist so fucking warm. Aber ich habe mir eine neue Cap gekauft. Ich hatte noch keine Naruto-Cap und Orange hatte ich auch noch nicht. Deswegen hoffe ich, dann weinen wir die heute mal hoffentlich ein. Ich dachte, es ist gut, dass wir jetzt zu spät kämpfen, weil ich dachte, es wird vielleicht ein bisschen kühler. Ich hoffe, es wird nachher noch ein bisschen kühler. Es hat vorhin geregnet, weil ich eigentlich noch ein paar Sachen für den Kanal hier aufnehmen möchte. Ein bisschen Yu-Gi-Oh-Kram, weil ich da heute ein bisschen vorgearbeitet habe und quasi 5-6 Videos vorbereitet habe. Die muss ich jetzt nur noch aufnehmen und schneiden dementsprechend. Aber ja, es war mir ein bisschen zu warm. Okay, dann let's go. So, dann suchen wir einmal und hoffen, dass wir... Können wir nochmal Turnierdaten? Ne, stimmt, da konnte ich nicht das Team überrufen. Kämpfen. Gegnersuche läuft, teilnehmendes Team Hammer. Dann auf ein gutes. So. Aber wie gesagt, man sieht schon, wir haben natürlich Mo's Lieblingsmon dabei mit Kupidos. Ich hatte gerade nur Enamorus als Dings im Kopf. Aber wir schauen mal. Kampf gegen Mo, wir haben auch Mo gefunden. Es kämpfen heute nämlich noch andere Leute auf in unserem Turnier quasi. So, Galazapdos habe ich mitgerechnet, Heatran habe ich mitgerechnet, Cherox habe ich mitgerechnet, Zorak habe ich mitgerechnet, Urhafnir habe ich mitgerechnet und Schluckweich ist so ein bisschen, das ist okay. Er hat Phlorgis nicht dabei, das heißt, Heatran wird sein Switch-In für... tatsächlich mein Tornupto. Er hat keinen Bodenmon dabei, das heißt, ich bin relativ safe tatsächlich mit Murmel zu liegen und kann einfach raus switchen, was ich cool finde. Deshalb tun wir das. Ja, wie gesagt, jetzt sieht man auch die Mons und so alles ein bisschen besser mit dem Item. Also wir haben Barbiribeere wegen Cherox, weil das ist halt offensichtlich so das Mon, was er da reinholt. Und dann kann ich halt in der Theorie einfach auf Mystical Fire gehen. Ich rechne fast schon damit, dass er die Ockerberry hat. Aber ich habe halt auch die Barbiribeere und zumindest einmal Schaden drücken sollte ganz gut sein. Ich kann mir vorstellen, dass Zapdos Scarf ist. Wenn ich das so sehe, könnte Slymog sehr, sehr gut werden, weil wir spielen Fluch Slymog. Deswegen schauen wir mal. Wir drücken auf Let's Go. Leaden mit der Murmel. 105 Speed. Ist natürlich die Frage, er hat Zorak. Ich muss halt auf Zorak natürlich aufpassen.
Das könnte halt natürlich gefährlich werden. So, wir haben Murmel im Lied. Hisui Zorak, wenn er Specs ist. Hat er halt mit Shadow Ball natürlich schon. Hyper Voice ist noch stärker. Und er leadet mit Zapdos. Muss man nochmal ganz kurz Showdown neben mir aufmachen. Ne? Das Ding hat natürlich meines Wissens nach natürlich U-Turn. Wir gehen einmal ganz kurz. Ich will nämlich Safety First gehen. Der hat U-Turn, der könnte Scarf sein. Dementsprechend, wir gehen jetzt tatsächlich auf einen Voltwechsel, weil ich glaube nicht, dass er direkt mit Zorak leadet. Das Ding heißt Zorro. Wir haben One-Piece-Namen auf seiner Seite. Ich glaube, dass es einfach ein Scarfer ist. Und er jetzt raus U-Turnt. Okay, er muss nicht zwangsweise Scarf sein, aber wir kriegen jetzt auf jeden Fall die Switch-Advantage und die nehme ich gerne mit. Du kommst einmal rum und es kommt Schluckweich. Schluckweich ist so ein bisschen dazu seine Antwort. Das heißt, wir Volt-Switchen einmal, machen ein bisschen Schaden. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, wen wir reinholen. So, Aguilera kann ich da jetzt natürlich nicht reinholen. Wir könnten in der Theorie... Ich muss gerade gucken, wie Schluckweich auf Englisch heißt. Galpin oder so. Swallowed. Galpin war die Vorentwicklung, ne? Der ist natürlich sehr, sehr defensiv. Der hat wahrscheinlich Toxic Spikes, ne? Der hat Toxic Spikes. Das heißt, eigentlich möchte man den natürlich nicht haben. Deswegen wird es in Tornupto gehen. Wir sagen jetzt einfach, wir bauen etwas Druck auf. Wir kriegen jetzt ein Item, was safe Black Sludge sein wird. Ja, natürlich ist es Black Sludge. Und dann gehen wir jetzt einmal auf einen Sub. Weil wir können natürlich mit Phantomparade ein bisschen Schaden machen. Wir haben aber auch noch prinzipiell, wenn er nicht straight in Heatran geht, was Nettes, was sich Feuerwirbel nennt. Ich dachte, wir probieren jetzt mal den weirden Shit. Das war nämlich eigentlich so ein bisschen für Flawless mit dabei, um das halt ein bisschen zu stallen. Aber er hat jetzt Heatran einfach als Antwort dabei, was er halt in Imagine einfach Specs oder Scarf Eruption gegen das Team. Klar, Uhafnir kann was nehmen und wenn es einen Rohout hat, kann er da auch ein bisschen was gegen machen. Aber könnte gefährlich werden. Das halt zu predikten und dann Scarf, Shadow Ball tut auch schon ein bisschen weh. Wenn du dann einen Rob bekommst, dann hat da Uhafnir auch nicht unbedingt den größten Bock drauf. Ich hoffe mal, dass... Okay, das ist die Switch. Schutzschild! Perfekter Play. Perfekter Play tatsächlich. Wir gehen jetzt auf den Delegator. Okay, das heißt natürlich, also ich meine, man rechnet jetzt eher weniger mit dem Delegator, aber das war sehr gut gerade. Und jetzt ist nämlich die Frage, können wir einmal auf den Feuerwirbel gehen und den Boy trappen? Wir haben nämlich Slimog dabei, das heißt, wir kriegen die Toxic Spikes wieder weg. Wir gehen auf den Feuerwirbel, er bleibt drin und wir treffen nicht. Oh, Kacke. Und er hat das Erdbeben. Er fährt es tatsächlich. Oh, das Feuerwirbel jetzt nicht trifft, ist mies. Das wäre cool gewesen, weil dann wäre der getrappt gewesen. Okay, aber der fährt auf jeden Fall Erdbeben. Ich meine, wir haben eine 30%ige Chance. Wie viel macht Swallowed? Ich rechne jetzt mal nicht damit, dass er... Invest im Angriff hat. Also er wird wahrscheinlich natürlich volle Dings haben, aber kein Angriff. Macht hat über 30% auf jeden Fall. Wir gehen jetzt einmal auf eine Phantomparade. Wir haben 30% Burn-Chance. Den Burn würde ich sehr gerne nehmen tatsächlich. Macht passablen Schaden und wir kriegen den Burn. 30%. Phantomparade triggern und jetzt sollte eigentlich Erdbeben weniger als 25% machen. Das ist, glaube ich, weniger als 25%. Okay. Das heißt, ich könnte jetzt natürlich auf den Sub gehen. Wir können aber auch einfach weiter angreifen, weil jetzt halt Heatran reinkommt. Und ich krieg's so oder so. Also er wird. Ich gehe nochmal auf eine Phantomparade. Dass wir den geburnt haben, war jetzt gut. Die 30% nehmen wir gerne. Wir sind ja auch physisch, aber da wird jetzt Heatran reinkommen. Weil er will nicht jetzt. Wenn er jetzt einen Feuerwirbel abbekommt, dann wäre Milady direkt weg und das will er, glaube ich, nicht. Aber Ace nervt ein bisschen. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Er hat jetzt Feuerwirbel gesehen, er hat Phantomparade gesehen und er hat Sub gesehen. Er weiß nicht, dass wir Protect fahren. Auch nochmal gut mit Schnüffler in Kombination, weil ich dann halt rausfinden kann, natürlich, was er für Items trägt.
Gerade bei, ich kann mir auch noch vorstellen, der ruft zurück und jetzt kommt Heatran. Das können wir natürlich nicht burnen. Captain Klaus. Ich muss sehr viele hier raus. Kriegen wir dann einen Burn? Guck mal, die hat die Überreste schon gesehen. Das ist okay. Kriegen wir noch einen Burn? Bitte. Danko. Phantomparade ist richtig OP. Merkt man fast gar nicht. Ah, wunderschön. Was bedeutet, wir werden jetzt einmal auf Protect gehen, dann hat er nämlich alle Moves gesehen. Während das Ding halt down gechippt wird, was gut ist. Und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt ein Dings kommt, Draco oder so. Aber wir gucken erstmal. Wir gucken erstmal und nerven ein bisschen mit Tornupto. Luftschnitt fährt der. Böser Junge. Böser Junge. Das heißt, Neuburn mit einem Air Slash. Ja, wenn er Full Invest hat mit Boots, was ich vermute, können wir Feuer. Wir gehen nochmal auf eine Phantomparade. Ich will nicht auf den Feuerwirbel gehen. Er geht auf den Luftschild und wenn der jetzt nicht flinchen sollte, wäre das gut. Naja, flinchen dann können wir schade. Aber ist okay, wir haben zweimal einen Burn bekommen, Flinch ist komplett okay. Hex im selben Spiel ist voll okay. So, wenn ich jetzt sagen würde, das ist gerecht, weil ich im letzten Match gewonnen habe, dann wäre das was anderes gewesen. Oh, wait a minute. Wir haben gesehen, vom Schaden her ist das Ding wahrscheinlich Boots. Dass ich jetzt auf den Protect gehe, könnte halt offensichtlich sein. Und tatsächlich, eigentlich war das Ding so ein bisschen als Flawless Ding da. Wir gehen jetzt einmal auf den... Er geht auf den Rohr. Er hat das Protect erwartet, aber jetzt kriegen wir einen Feuerwirbel raus und jetzt haben wir, wenn der diesmal trifft, ganz guten Chip, weil jetzt kann er nicht mehr auswechseln. Und es ist Ruder. Ruder! Feuerwirbel! Wie viel hast du Genauigkeit? Bruder, hast du 90 oder 85? 85, komm schon. Ja, jetzt gehen wir nochmal auf den Protect. Ich will natürlich die Leftovers haben, ne? Und es wird immer wärmer. Es wird immer wärmer. Warte mal, wir machen mal. Ja, ein bisschen Lichter machen im Hintergrund. Dann sieht es ein bisschen schöner aus. Man merkt auch fast gar nicht, dass die LEDs ein bisschen putzt sind. Okay, ruf zurück. Heatran. Carmen. Weil die heiß ist, oder was? Spann ist das Temperament. So, natürlich. Und das Ding ist, da wird er jetzt wahrscheinlich auf die Tarnsteine gehen. Wenn ich, jetzt hat er alle Moves gesehen. Er weiß, dass ich kein Erdbeben oder sowas fahre. Warum kann Tornupto keine Erdkräfte? Kann er bitte Erdkräfte kriegen? Wir gehen in Broking. Da kommen jetzt Erdkräfte. Tarnsteine. Er wird die jetzt legen. Ich krieg die leider nicht mehr weg. Aber wir haben zwei Mons geburnt. Das ist okay. Erdkräfte wären natürlich nochmal der bessere Player. Aber ja, es kommen halt natürlich die Tarnsteine. Und jetzt muss er halt gucken, weil jetzt kommt halt ein Surfer, ne? Und der wird halt prinzipiell allem gut Schaden machen, deswegen gehen wir da drauf. Wenn da jetzt Ohafne kommen soll, können wir danach auf den Ice Beam gehen. Carmen ruft zurück und es kommt wahrscheinlich Swallowed. Ohafne. Die Zitatsphäre, okay. Hoffentlich weiß Mo nicht, was es tut und hat es überlesen. Ich glaub's aber nicht. Leider wird das nicht der Fall sein. Aber wir gehen natürlich jetzt auf den Eisstrahl, in der Hoffnung, dass er nicht erwartet. Geh einfach auf irgendeinen, geh auf Roost, um zu scouten, aber es macht trotzdem guten Schaden. Superzahn. Okay, wenn wir gleich auswechseln, ist das okay, wenn wir das Ding dafür wegkriegen. Und damit ist Ohafnir weg. Ohafnir ist weg. Tarnsteine sind draußen. Swallowed ist geburnt. Oh Gott. Bei der Hitze nachzudenken ist schwierig, Guys, ne? Na, natürlich kriegen wir das Ding wieder voll. Arsen. Xerox. Na, Bruder, der geht jetzt halt auf die safeste U-Turn in seinem Leben, ne? Eine Theorie hat jetzt nur noch einen Scarfer. Ich glaube, dass es vorher Zoroark war. Und sein Zapdos immer noch gescarft ist. Und er deswegen nicht rausge-U-Turn ist, weil Zoroark dementsprechend natürlich keine U-Turn kann.
Das hätte ich gerne, by the way, in Fire Punch. Wir gehen in Murmel tatsächlich für die U-Turn. Ich kann mir natürlich jetzt auch vorstellen, dass es Dings ist. Dass es Zorak ist. Ich glaube aber, dass jetzt einfach ein Cherox ist, um halt eine U-Turn zu forcen. Er überlegt aber auch ziemlich lange. Murmel, riskanter Play natürlich. Broking kommt zurück. Geh auf U-Turn. Sei Cherox und geh auf U-Turn. Es ist... Okay. Und das war ein Crit. Das war kein Crit. Dann ist der Junge beendet. Der Junge ist beendet sein Leben, Alter. Mir fällt's gerade auf. Enamorus hat gerade dadurch, dass das Ding weg ist jetzt, Uhafnir, steht gut da. Die Frage ist nur, Scizor, du bist halt Choice Band des Todes, ne? Oh ja, der ist halt Element Choice Band. Der macht 43 bis 51, der hat mir gerade 50 gemacht, der ist Choice Band Cherox. Das heißt, eigentlich kommt da jetzt entweder Zapdos als Scarfer. Oder Swallowed. Das Ding ist, ich kann jetzt aber auf Zweifachladung gehen, meinen Elektrotypen verlieren. Wenn er jetzt auf EQ geht, kann ich danach... Wir machen das. Wir drücken Zweifachladung. Dann verliere ich meinen Electric-Type, mache ein bisschen Schaden. Und wenn jetzt Erdbeben kommt, Toxin. Toxin. Toxic Erdbeben. Der macht nicht mehr viel gegen Slymog, ne? Zweifachladung kann ich jetzt natürlich nicht mehr drücken. Will den aber nochmal behalten. Deswegen gehen wir jetzt auf den Voltwechsel und gehen in Slymog. Oh, Protect, okay. Dann will er ein bisschen Storm. Das ist okay. Ich kann natürlich jetzt auch Slymog safe reinkriegen. Und einmal, höchstwahrscheinlich, wenn er Toxic fährt, wird er kein Gainer fahren. Bei Gainer hatte ich ein bisschen Angst. Der hat bestimmt Protect, haben wir vorher schon gesehen. Protect, Toxic, Erdbeben. Wie viel macht ein geburntes Swallowed gegen Mack? Weil eigentlich will ich tatsächlich Murmel sterben lassen. Burn, 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 burn. Wo kann ich es anstellen? Nicht healthy, sondern du bist burned. 15 bis 18%. Wir gehen auf den Ice Punch. Vielleicht haben wir Glück und es kommt Zapdos rein. Aber ich will Murmel jetzt tatsächlich eher sterben lassen. Geht nochmal aufs Toxin. Beziehungsweise Toxic, Protect, Erdbeben. Ich kann mir vorstellen, dass Giftspitzen der letzte Play ist. Und you know what? Wenn ich jetzt auf Voltwechsel gehe, bin ich halt down, ne? Ich gehe nochmal auf Zweifachladung, einfach weil es nicht mehr trifft. Ich möchte sterben. Das ist einfach dieses Emog-Sterben jetzt einfach, ne? Das ist gerade Murmel. Murmel möchte jetzt einfach fürs Greater Good. Natürlich ist da noch ein Cherox. Ich weiß gerade nicht, wir gehen auf Zweifachladung, schlägt natürlich fehl. Sehen wir in der letzten? Ne, es ist wieder Toxin. Wir haben nämlich einen Fire Punch auf Schleimog. Auf dem Schleimog haben wir den drauf. Das heißt, wir sterben jetzt. Und können jetzt in Slymog. Und dann werden wir fluchen. Ich hoffe, dass er einmal auf den Erdbeben geht. Sind speziell defensiv. Kriegen jetzt natürlich einmal Tarnsteinschaden, aber wir kriegen jetzt einen Fluch raus. So, und jetzt stehen sich die Glibber gegenüber. Ich wollte dieses Matchup haben, wir gehen auf Fluch. Bitte bleib drin und geh auf Erdbeben. Bitte, bitte bleib drin und geh auf Erdbeben. Wait, habe ich ein falsches Mack drin? No, wait. Ich glaube, ich habe aus Versehen, nee, ich habe meinen Slymog komplett Adamant gemacht. Warum habe ich das Adamant gemacht? Ich wollte das speziell defensiv machen. Scheiße. Ich hoffe, das fickt mich jetzt nicht. Ich sehe gerade nämlich, ich wollte es eigentlich speziell defensiv fahren, halt einfach, damit es auf jeden Fall einen Move von Dings tankt, zum Beispiel von Zoroark.
Aber dass der jetzt Adamant Full Attack ist, das war nicht geplant. Scheiße. Warum mache ich jetzt die Plays, die Leute gegen mich am ersten Spieltag machen? Es war ja nicht, dass Jennen verkackt, sondern einfach... Fuck. Okay. Ich dachte, wäre speziell defensiv. Was heißt, wir machen mehr Schaden. Er ruft einmal zurück und wir kriegen einen Curse jetzt auf jeden Fall raus. Das heißt, wir gehen plus 1 Attack, plus 1 Defense. Zorro kommt rein. Natürlich minus Speed, aber das ist irrelevant. Das ist jetzt safe zu Roark. Oder? Mache ich jetzt mit dem Gift-Heap was falsch? Weil Hisui Zoroark, wenn er Specs ist... Ich meine, Drain Punch hat eh kein Dings, keinen Sinn. Poison Jab ist immer noch das Beste. Deswegen, wir gehen auf den Gift-Heap. Sturzflug. Das war sogar tatsächlich Zapdos. Macht guten Schaden. Mit dem Rückstoß, wir haben Giftgriff und Gift-Heap. Und eins davon trifft auch. Sehr gut. Das heißt, Zapdos stirbt jetzt höchstwahrscheinlich. Also was heißt höchstwahrscheinlich? Der wird sterben, ne? Will ich den jetzt aber... Slimog will ich eigentlich noch behalten. Wir haben immer noch unseren... Boah, wenn Zapdos weg ist... Chubby im Bizarro-Raum. Haben wir Feuerzahn? Ich habe Feuerzahn sogar draufgepackt. Oh mein Gott, Chubby im Bizarro-Raum könnte abgehen. Aber Ace... Oh, werfe ich Ace ab oder werfe ich Mack ab? Mack bringt tatsächlich weniger. Beziehungsweise, was heißt weniger? Ich würde jetzt mal Brave Bird, ich gehe auf Ableit-Heap. Weil der wird jetzt halt im Rückstoß sterben. Das heißt, Mack kriegt zwar den Kill. Aber ich merke gerade jetzt, wo Zapdos weg ist... Kann das sehr, sehr gut ausgehen für, für Greedent, hier, Schlaraffel. Ich muss nur einmal mit Slowbro jetzt einen Bizarro-Raum rauskriegen. Jetzt wird wahrscheinlich Sherox reinkommen oder Zoroark. Zoroark darf sich jetzt gerne outen. Aber gut, da muss ich tatsächlich sagen, dann war es jetzt sogar, es hat keinen Unterschied gemacht. Wenn ich speziell defensiv gewesen wäre, dann hätte der zweite Poison Jab jetzt gekillt, auf den ich dann gegangen wäre. Sturzflug hätte ja keinen Unterschied gemacht. Okay, dann macht das wenigstens keinen Unterschied. Slimer kriegt quasi den Kill. Der macht viel zu viel in dieser Scheißliga, ne? Der war jeden Spieltag bisher dabei und der hat immer geliefert. Ich liebe Slimer. Und guckt euch an, wie fett der seinen Arsch da reinhält. Dass ich das Video überhaupt monetarisieren kann, da kommt Carmen. Wir sind leider nicht speziell defensiv, das wäre jetzt natürlich schön. Aber er hat den Ableit-Heap nicht gesehen. Gibt es eine Möglichkeit, in der wir das jetzt überleben? Können wir das jetzt... Wir werden das nicht überleben, aber wenn er jetzt irgendwas drückt, wodurch ich einen Ableit-Heap rausbekomme, oder es ist natürlich zu Walk. Dann hätte ich hätte vielleicht jetzt eher... Wow, ich merke gerade, Poison Jab und Feuerschlag haben beides keine Wirkung gegen Heaturner, also ist eigentlich tatsächlich das Beste. Okay. Der Boy ist es. Dann ist es tatsächlich doch zu Walk. Das war gut, jetzt haben wir den. Weil jetzt, weiß ich gerade nicht tatsächlich, ob ich noch was dagegen habe. Wenn er jetzt auf plus 2 geht, tatsächlich. Ich habe nämlich kein Scarfer dabei. Und Slowbro ist physisch defensiv. True, ich merke gerade, es war von ihm ein sehr, sehr guter Play. Das Einzige, was ich jetzt habe, ist Greedent, was da vielleicht Move hängt, aber ich glaube tatsächlich nicht. Ja, Schallbälle. Tschüss. Life Orb? Nee, tatsächlich eine Antibeere. Okay, auf plus 2. Ich schätze natürlich, dann ist er nicht Specs, sondern ist jetzt einfach nur plus 2. Plus 2 Hyper Voice muss nicht killen.
Aber ich habe halt auch nur sowas wie Erdbeben und Dings, ne? Ich muss... Oh, das ist jetzt Kacke. Das ist jetzt Kacke. Ich glaube, das sweept mich jetzt. Das war sehr gut gemacht von ihm. Also, wenn er timid ist, was er eigentlich sein muss, um Murmel zu outspeeden, dann macht er jetzt 81 Min. Und nach Dings, wir haben 88%. Erdbeben ist leider der stärkste Move, den ich habe. Also, der wird jetzt Schallwelle klicken und dann war es das leider. Ja, okay, Crit, dann ist egal. Der Crit ist aber in der Hinsicht egal, weil er hat nach Tarnstein 56% Chance, so oder so zu killen. Naja, der wird Shadow Ball haben, ne? Also, das Ding ist tatsächlich, die einzige Möglichkeit, die ich in der Theorie jetzt noch habe, ich muss einmal hier in Broken gehen tatsächlich. Ich muss jetzt einmal in Ace auswechseln. Ace Second, damit Slowbro, nicht Slowbro, sondern Slowking so hoch wie möglich ist tatsächlich. Er hat die Beere halt schon gesehen, deswegen ich muss so voll wie möglich sein in der Hoffnung, dass ich dann einen Bizarro-Raum rausbekomme. Aber dann habe ich ein Problem prinzipiell mit dem Rest. Schlaubrille. Okay, dann hat das gerade gegen Greed and Soda so nicht gemattert. Wise Glasses sind das, ne? Kann Slowking das auf plus? Slowking kann es tatsächlich tanken. Der tankt das 86. Slowking sollte das nach Tarnstein tanken können. Das heißt, wir werden jetzt einfach auf den Feuerwirbel gehen. Da kommt ein Spukball, natürlich. Okay, Timid, Wise Glasses. Es ist Wise Glasses, ne? Ich guck das jetzt. Schlaubrille, ja. Oder Schlauglas heißt es, ne? Ab vor der 8. Schlauglas, okay. Und jetzt müssen wir den Bizarro-Raum rausholen. Gott im Himmel. Den holen wir jetzt einmal raus. Schade, das sollten wir tanken können. Ja? Wir kriegen einen Bizarro-Raum raus. Ach Gott im Himmel. Kann ich jetzt einen Freeze kriegen? So, please. Please, ich nehme den jetzt wirklich. Ich bete jetzt für die Hex für den Freeze. Das war, glaube ich, oder kommt er danach? Leider nicht, okay. Kommt nochmal eine Schallwelle. Okay. Das war Runde 1. Wir haben jetzt noch ein paar Ründchen, was natürlich Inamorus. Moonblast killt Zoroa. Deswegen, wir gehen jetzt auf den Moonblast. Kann jetzt natürlich in Xerox wechseln. Das Ding ist, er hat jetzt leider noch zu viel dafür. Das Ding werde ich jetzt outspeeden können. Moonblast sollte jetzt killen. Dann bekommt das Ding immerhin einen Kill gegen Mo. Eigentlich, damit habe ich schon gewonnen. Damit habe ich jetzt eigentlich schon gewonnen. Mo's Mon, was er absolut hässlich findet, was ich voll nachvollziehen kann, aber trotzdem hat einen Kill gegen Mo geholt. Und Arsene. Hat das von Wenger? Ich glaube, ich kann auf der Range kein Choice Band Bullet Punch tanken, trotz Babiri Beere. Ja, mit Min Damage. Tatsächlich, mit Min Damage geht das. Mit Min Damage geht das jetzt sogar. Schade. Crit? Nein, okay. Wir hatten noch 75%. Deswegen, wir haben ja einmal Tarnsteinschaden bekommen. Das heißt, Bullet Punch ist nach Tarnsteinen. Wie kann das nach Tarn? Achso, stimmt, warte mal. Ich muss ja auf 100% bleiben. Bullet Punch hatte jetzt eine 75%ige Chance zu killen. Alles easy. Alles easy, da regen wir uns nicht drüber auf, weil es ist eine fucking Roll. Und wenn Rolls killen können,
dann ist das absolut in Ordnung. Aber GG an Mo, mir ist fucking heiß. Halleluja, ich schwitze mich hier zu fucking Tode. Wow. Aber nee, hat Mo gut gemacht. Wie gesagt, ich fand das Matchup auf seiner Seite. Wären da keine Tarnscheine gewesen, wäre es cool gewesen, hätte ich einen fünften Slot auf Tornupto gehabt. Ich hätte das Erdbeben so gerne gespielt, aber war einfach nicht drin. Deswegen GG an Mo. Ich glaube, der hat auch 2 Wins. An sich ist immer noch alles offen, weil wir tatsächlich relativ gut verteilt sind. Nur einer hat alles bisher gewonnen. Wir können ja einmal ganz kurz live in die Tabelle einmal reingucken. Da ist die Tabelle. So, Krawotzke hat bisher 3 Siege geholt. Der kann jetzt hoffentlich gerne mal verlieren. Maxi hat 2 Wins und ich habe 2 Wins. Das heißt, es könnten nur Maxi und natürlich Krawotzke so oder so, aber nur Maxi könnte uns jetzt rein theoretisch wegziehen. Es gibt nach dem Spieltag maximal 2 Leute, die mehr Wins haben. Es gibt vielleicht noch ein paar, die gleich viel haben, wie zum Beispiel jetzt Mo eben selber. Mo hatte 1 Sieg, minus 4, es war jetzt ein 3-0 für ihn. Das heißt, er ist auf minus 1 und ich bin auf 0. Das heißt, wir sind immer noch vor Mo nach dem Spieltag, das ist gut. Aber trotzdem, war schwierig. Zoroark, super gefährliches Mon. Alleine 110 Speed hat dem Ding so viel besser getan. Und das ist gefährlich, deswegen GG Mo hat er gut gemacht. Und von dem her, sieht man sich hoffentlich beim nächsten Spieltag. Ich werde mich jetzt mit Eis übergießen. Achso, und lasst gerne ein Like da. Danke.